Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather. Mir sagen, ob das Ehepaar Schütz schon eingetroffen ist. Moment bitte. Ach, das hat sich erledigt. Da sind sie. Schön, dich zu sehen. Das haben wir uns lange nicht gesehen. Über 3 Jahre. Gut siehst du aus. Und du? Ich weiß, wie ich im Augenblick aussehe. Bisschen blass, aber immer noch so hübsch. Hübsch? Mein Leben hat sich so verändert. Ach, und das ist also Paul? Ja, das ist er. Die berühmte Elena. Hallo. Schön, dass ich endlich deine beste Freundin kennenlerne, Nina. Es ist so schade, dass du nicht zu unserer Hochzeit kommen konntest. Ja, Kalkutta ist über 7000 Kilometer entfernt. Und zu der Zeit wurde ich gerade sehr gebraucht. Mist. Der Tee ist wohl alle. Nee, kann sein. Könnten Sie nicht vielleicht... Ich habe keine Zeit. Was gibt's denn so Wichtiges zu tun? Oberschwester Ingrid kommt morgen aus dem Urlaub zurück. Aha. Jetzt schauen Sie mir doch nicht dauernd über die Schulter. Sie machen mich ganz nervös und ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich auch nicht konzentrieren, wenn ich keinen Tee bekomme. Na schön. Weil Sie es sind. Na, bekommt eine Sonderbehandlung? Mhm, ausnahmsweise. Hat mir leid getan. Die Nummer kenne ich. Ich denke, du hast dienstfrei. Überraschung. Ich hatte keine Lust, schon wieder alleine zu Hause rumzuhoppen. Deswegen habe ich mich zum Dienst einteilen lassen. Oh. So sehe ich dich wenigstens hier. Schade, Notaufnahme rufen. Paul und ich haben uns nach meiner Totalamputation schon ein wenig umgehört. Unter anderem auch in der Klinik von Professor Renzi. Ich hoffe, das stört dich nicht. Aber überhaupt nicht. Da bin ich froh. Nina, ich find's völlig in Ordnung, wenn du dir die Meinung anderer Ärzte anhörst. Das habe ich Nina auch gesagt. Und Professor Renzi ist wirklich ein Spezialist auf dem Gebiet des Brustaufbaus aus Eigengewebe. Ich find auch nichts dabei, wenn er dich operiert. Das hast du jetzt völlig falsch verstanden. Ich habe mich in der Gegenwart von Professor Renzi immer ein wenig unwohl gefühlt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich geh mich mal frisch machen. Nina ist so labil, obwohl wir jetzt ziemlich sicher sein können, dass sie den Krebs überwunden hat. Weiß ich nie, wie sie bei dem Thema reagiert. Ist der Busen für euch Frauen wirklich so wichtig? Für Nina auf jeden Fall. Ich sehe mal nach ihr. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie scheiße das mit dieser blöden Attrappe ist. Du da bist.
Ohne ihn hätte ich den Mut längst verloren. Ja, aber jetzt geht's um dich. Ich liebe Paul über alles. Und ich will ihn nicht verlieren. Ich konnte ihm so lange keine richtige Frau mehr sein. Du musst mich so schnell wie möglich operieren, Elena. Entschuldige. Ja? Dr. Brentano? Gut, ich komme. Ich habe Hintergrunddienst, ein Notfall, ich muss in die Klinik. Ich habe noch so viele Fragen. Es tut mir leid, eine OP, das kann lange dauern. Ja, morgen um 10 in der Klinik. Ja. Drainage annehmen? Sehr professionell, Herr Kollege. Wir sind fertig. Sie haben geschickte Hände, Dr. Brentano. Danke. Interessieren Sie sich für die plastische Chirurgie? Ich hatte noch keine Gelegenheit, es auszuprobieren. Wieso, fragen Sie? In den nächsten Tagen werde ich bei einer Patientin einen Brustaufbau durchführen. Mhm. Sind Sie interessiert, dabei zu sein? Ich bin im OP-Plan für Dr. Kreuz eingeteilt. Ich brauche aber einen Assistenten, der geschickte Hände hat. Das würde mich schon sehr interessieren. Oh. Sie entschuldigen. Ja, ja. Schönen Feierabend. Na, das ist ja eine Freude. Oberschwester wieder da. Guten Morgen, Dr. Heilmann. Wie war der Urlaub? Traumhaft schön und sehr erholsam. Ja, das sieht man ja auch. Sie haben richtig Farbe bekommen. Wo waren Sie eigentlich? Ach, ich war in... Und meine Montagmorgensitzung beginnt gleich. Jedenfalls schön, dass Sie wieder da sind. Schwester Hanna, guten Morgen. Guten Tag, Frau Oberschwester. Schön, dass Sie wieder da sind. Es hat ein paar Minuten länger gedauert, aber dafür habe ich... Guten Morgen. Schon. Guten Morgen. Dafür habe ich eine gute Nachricht für euch. Die Oberschwester Ingrid hat soeben ihren Dienst wieder bei uns angetreten. Na wunderbar. Erster Tagesordnungspunkt, OP-Plan. Ist von mir bestätigt und hängt mittlerweile an den bekannten Stellen aus. Erledigt. Nächster Punkt. Herr Chefarzt. Ja. Ich möchte kurzfristig eine plastische OP reinnehmen. Eine Schönheits-OP? Ein Brustaufbau nach Totalamputation, der für die Patientin psychisch enorm wichtig ist. Wann wollen Sie die OP machen? Möglichst bald, vielleicht morgen. Und dann würde ich gerne Dr. Brentano als Assistent haben. Der scheint auf diesem Spezialgebiet talentiert zu sein. Dr. Brentano operiert in dieser Woche mit mir. Vielleicht lässt es sich so einrichten, dass Brentano für euch beide da ist. Also ich glaube nicht, dass man den ganzen OP-Plan umschmeißen sollte. Nach welcher Methode wollen Sie denn vorgehen? Doppelt gestieltes Transplantat vom Unterbauch unterfüttert mit Fettgewebe. Bei dieser Methode kann ich auf die Silikonimplantate verzichten. Sind Sie denn überhaupt fit, was neue plastisch-chirurgische Methoden betrifft? Ach, was soll Sie meinen, weil ich die 3 Jahre in Indien tätig war? Glauben Sie, dass eine mittellose indische Frau nicht auch unter einer Totalamputation leidet? Gerade mit dieser Methode konnte ich dort vielen Frauen helfen. Entschuldigung, es war ein blöder Scherz. Ich kenne diese blöden Scherze von Kollegen, die nicht im Thema stehen, zur Genüge. Also ich denke mal, die Sachsenklinik und ich stehen diesem Thema grundsätzlich positiv gegenüber. Ich mache für Sie einen Termin im OP-Plan frei. Und was Dr. Brentano betrifft, bekommen Sie ihn selbstverständlich als Assistenten. Erledigt. Nächster Punkt. Morgen alle zusammen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Das ist ja eine Überraschung. Dankeschön. Es ist ja, als ob ich Geburtstag hätte. Der erste Tag nach dem Urlaub ist doch mal der schwerste. Ja, also nicht, wenn man so empfangen wird. Wie war denn Ihr Urlaub? Haben Sie schon Fotos? Ja, später, Kinder, später. Jetzt lasst Sie es erstmal an die Arbeit geben. Sagen Sie, Yvonne, sind Sie denn in meiner Abwesenheit mit allem klargekommen? Was ist das? Den Brief hat Ihnen Ruth Faust dagelassen. Und wer ist Ruth Faust? Wir werden das Gewebe etwa aus diesem Bereich hier entnehmen. Na, ist Nina nicht so schlank dafür? Ja, das könnte schon sein. Dann müssen wir den Hautlappen aus dem Rückenbereich nehmen. Aber dafür muss ich jetzt Nina noch genau untersuchen. Bitte mach die frei und die Sachen kannst du hier aufhängen. Paul, könntest du bitte in der Cafeteria warten? Achso, ja. Natürlich. Bis dann, meine Schöne. Bis gleich. Thank you.
Es ist schön genug, dass er es weiß. Er muss es nicht auch noch sehen. Hat er die Narben noch nie zu Gesicht bekommen? Ich brauche noch ein paar Fotos für die Dokumentation. Ich hoffe, du bist einverstanden. Er sieht furchtbar aus. Kein Unbefugter wird die Fotos sehen. Ich verspreche es dir. Werde ich etwas fühlen können? Ja, vor allem über die Haut. Aber auch dein Körpergefühl wird insgesamt wieder besser sein. Und zu einer späteren OP werde ich dir die Brustwarzen aufbauen. Ich mache dir ein paar richtig schöne Brüste. Apfelförmig, so wie früher. Yvonne? Ja, Oberschwester? Was war hier los in den letzten drei Wochen? Ich habe Sie nur in den letzten paar Tagen vertreten. In den Wochen davor hat uns die Verwaltungsdirektorin diese Oberschwester-Faust vor die Nase gesetzt. Ja, und die hat uns das Leben ziemlich zur Hölle gemacht. Ja, wieso das denn? Man hat ihr wohl erzählt, dass wir uns nicht genügend anstrengen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Sie schreibt mir hier in dem Brief, dass sie mir zu meinem Pflegeteam gratuliert. In der letzten Zeit hat sich ihre Meinung über uns wohl ziemlich gewandelt. Sie hat sich sogar mit Frau Marquardt angelegt, obwohl sie sie immer ihr Küken nannte. Ihr Küken? Mhm. Frau Marquardt? Frau Marquardt, Ihr Kaffee wird kalt. Dankeschön. Frau Marquardt braucht auch wieder mal was Rechtes. Wie meinst du denn das? Bei jedem gut aussehenden Mann ist sie ganz aus dem Häuschen. Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Auch du wieder. Die Untersuchung Ninas ist sehr positiv verlaufen. Die OP wird gut zu machen sein. Wo ist Nina? Schon auf Station. Auf Station? Ich habe für morgen einen OP-Termin. Sowas klappt natürlich nur, wenn die beste Freundin Arzt in der Klinik ist. Guten Tag, Frau Marquardt. Tag, Frau Dr. Eichmann. Weißt du, Elena, vielleicht sollten wir noch etwas warten. Warum warten? Ich bin sehr für die Operation, aber Nina ist nach allem, was sie hinter sich hat, immer noch ziemlich schwach. Und so eine plastische Operation kann auch sehr anstrengend sein. Du musst keine Angst haben. Nina ist in guter körperlicher Verfassung. Und für Ninas Psyche ist es enorm wichtig, dass sie ihren Körper wieder mag und ihn schön findet. Wenn Nina es so schnell möchte, gut. Komm. Da bin ich auch dafür. Ich bring dich auf die Station. Ich bin sicher, sie will dich sehen. Haben Sie irgendwelche Allergien? Nein. Vertragen Sie Schmerzmedikamente nicht? Ich hatte bisher noch nie Probleme. Schön. Gut, dann müssen Sie mir nur noch die Patientenerklärung unterschreiben. Ach, Frau Dr. Globisch, ich will dich stören. Nein, nein, kommen Sie in der Oberschwester, wir sind gerade fertig. Lesen Sie sich bitte alles nochmal in Ruhe durch vorher, ja? Gut. Guten Tag. Ich bin Oberschwester Ingrid. Nina Schütz, freut mich. Frau Schütz wird morgen schon operiert? Ja, ich denke schon. Sie haben das Zimmer hier für sich allein, Frau Schütz. Ich dachte, dass Ihnen das angenehmer sein wird. Vielen Dank. Leider muss ich Sie jetzt auch noch ein bisschen ausfragen. Ich brauche ein paar Angaben für Ihre Krankenakte. Gut, dann bis morgen. Bis morgen. Ich werde bei der OP gut auf Sie aufpassen. Ach, Frau Dr. Eichhorn. Schön, dass ich Sie treffe. Ich habe das vorhin rein zufällig mitbekommen. Sie planen eine plastische Operation? Ja.
Das ist ja neu hier bei uns am Haus. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Sagen Sie, worum handelt es sich denn, also wenn ich fragen darf? Brustvergrößerung, Nasenkorrektur, Fett absaugen? Woran wären Sie denn interessiert? Bitte? Nein, nein, nicht wegen mir. Ich frage natürlich im Interesse Ihrer Patientin. Ach so, Patienteninterner diskutiere ich grundsätzlich nicht auf dem Flur. Arrogante Ziege. Ach, guten Tag, Frau Marquardt. Oberschwester, schön, dass Sie wieder da sind. Wie war's denn? Sehr, sehr erholsam. Kann ich Sie einen Moment unter vier Augen sprechen? Nicht hier auf dem Flur. Lassen Sie sich bitte einen Termin geben. Danke, dass du mich nachher gefahren hast. Keine Ursache. Du hast ja auch einen harten Tag hinter dir. Kann ich dich trotzdem noch auf ein Glas Wein? Oder möchtest du lieber ein Brandy? Du, Sie haben ja einen 20 Jahre alten Andalusier. Aber nicht Ninas und meine Hausmarke, oder? Wir haben ihn gestern Abend hier an der Bahn. Herr Ober! Ja. Nein, für mich nur ein Wasser. Ich muss fahren. Zwei Wasser, bitte. Die Nacht vor der OP ist für mich immer ziemlich schlimm. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Wofür das denn? Du tust zu viel für Nina und mich und ich. Ich war heute Vormittag so unsicher. Aber weißt du, es gab auch schon mal Komplikationen bei einer der vielen Operationen und da ist man schocktief in. Was für Komplikationen? Eigentlich war ja nichts. Es hat nach der OP ein bisschen länger gedauert mit dem Aufwachen, das war alles. Aber ich. Das musst du mir erklären. Ja, der Arzt fand überhaupt nichts ungewöhnlich dabei. Nur ich. Aber ich überreagiere wahrscheinlich. Guten Morgen, Frau Marquardt. Herein. Ich habe mir einen Termin geben lassen. Dann nehmen Sie doch bitte Platz. Sie haben während meiner Abwesenheit eine externe Oberschwester für mich eingesetzt. Ja, wo ist das Problem? Sie hätten vorher mit mir darüber reden können. Das hätte ich, aber das musste ich nicht, denn ich bin hier die Verwaltungschefin. Meine Vertretung, diese Oberschwester Faust, hat mir einen sehr netten Brief geschrieben. Das freut mich für Sie. Allerdings verstehe ich da eine Formulierung nicht. Sie schreibt hier, das mit dem Aufmischen hat wohl nicht so ganz funktioniert. Und wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen das erklären könnte? Jetzt halten Sie mich mal nicht für ganz blöde, Frau Marquardt. Diese Oberschwester Faust sollte ganz offensichtlich in Ihrem Auftrag meine Mitarbeiter aufmischen, um einen neuen Arbeitsstil einzuführen. Frau Rischke, wovon sprechen Sie eigentlich? Wenn Sie mit meiner Personalführung nicht einverstanden sind, dann sollten Sie wenigstens genügend Mumm haben, um mit mir direkt darüber zu reden. Ich stehe Ihnen jederzeit für ein ausführliches Gespräch zur Verfügung. Sie brauchen nur einen Termin mit mir vereinbaren. Morgen, Frau Schütz. Wir können dann. Na, Roland, was verschafft uns denn die Ehren? Ich habe den Verdacht, der Chefarzt will mich kontrollieren. Rein berufliches Interesse. Ich möchte ihn nur über die Schulter sehen. Oh, dann haben Sie noch mal Glück gehabt, Dr. Fontan. Sie bleiben mein Assistent. Womit beginnen wir? Mit dem linken Tramlappen. Vielleicht sollte ich ja auch mal etwas an mir straffen lassen. Soll ja eine Menge bringen. Was soll ich nötig? Wieso nicht? Wer doch auch nicht jünger. Weißt du, was du dafür bezahlst? Also ich könnte mir das nicht leisten. Naja, ich habe gehört, die machen das jetzt auch bei uns in der Sachsenklinik. Also dann kann es ja nicht ganz so teuer sein. Hier? An der Sachsenklinik? Ja, Frau Marquardt hat sich auch schon eingehend darüber erkundigt. Na, die hat das ja auch nötig. Wer hat hier was nötig? Ach, wir haben ja eben gerade über Frau Marquardt gesprochen. Die möchte nämlich eine Schönheitsoperation an sich vornehmen lassen. Wie kommst du darauf, Yvonne? Ja, sie hat sich schon mit Frau Dr. Eichhorn darüber unterhalten. Mit Frau Dr. Eichhorn? Mhm. Ja, wir machen doch jetzt sowas auch bei uns an der Klinik. Also, das halte ich jetzt mal für ein Gerücht. Obwohl, so ein bisschen Fett absaugen würde ihr sicher gut tun. Schwester Arsu, ich verbiete Ihnen in diesem Ton über unsere Verwaltungsdirektorin zu sprechen. Herr Schulz, kommen Sie ruhig rein. Unser Tee ist die beste Medizin gegen Nervosität. Ganz besonders, wenn er von unserer Schwester Yvonne zubereitet wird. Lösen.
Die zwei? Gefäße trennen und dann helfen Sie mir mit dem zweiten Lappen. Moment. Beeilung. Wenn ich schon mal hier bin. Danke. Der Blutdruck geht rapide runter. Ist alles okay? Keine Blutung? Nein. Vielleicht doch, es muss ein großes Gefäß verletzt worden sein. Ist alles in Ordnung hier. Dr. Brentano. Druck fällt weiter, macht irgendwas. Nichts Ungewöhnliches. Stopp, sofort abbrechen. Nein, wir können nicht abbrechen. Hier sind alle Gefäße gekappt. Liegt alles frei. Kopf tief, Adrenalin. Genug, danke. Danke, Schwester Yvonne. Ja, ja, hoffentlich geht alles gut bei meiner Frau. Aber natürlich, warum denn nicht? Sie wissen nicht, wie das ist. Seit 2 Jahren immer wieder diese Situation. Und zwischendurch muss ich sie aufbauen, ihr Mut machen. Liebling, das ist jetzt bestimmt das letzte Mal, dass du operiert bist. Aber es war nie das letzte Mal. Es ist sehr wichtig für Ihre Frau, dass Sie so für sie da sind. Natürlich, ich will mich auch nicht beschweren. Ich liege ja nicht da drin im OP. Bald ist es überstanden, Herr Schütz. Vielen Dank für den Tee, aber ich möchte jetzt doch lieber wieder vor dem OP warten, in der Nähe von Lina. Total lieb, wie er sich kümmert. Ich will dich ja nicht über Christian beklagen, aber der ist so richtig süß. Was haben wir abgekriegt? Ärzte, die nie Zeit haben. Das ganze Material für die Rekonstruktion geht verloren. Wir müssen sofort aufhören, sonst verlieren wir die Patientin, Dr. Eichhorn. Roland, ich kann keine Verantwortung mehr übernehmen. Frau Kollegin, Dr. Eichhorn! Aufhören, wir parken das Gewebe, fixieren. Fredny? Ihr Zustand bessert sich langsam. Was war denn da los? Eine massive anaphylaktische Reaktion. Woher kam das? Das kann ich jetzt nicht klären. Zustand stabilisiert sich. Dann verschließe ich jetzt die Wunde. In Ordnung. Wir müssen sie vorerst künstlich beatmen. Wir mussten abbrechen. Wir konnten den Kreislauf nicht stabil halten. Hatte ich also recht mit meiner Angst? Sie ist nicht in Lebensgefahr. Ihrer Frau geht es den Umständen entsprechend gut. Du hast einen Fehler gemacht. Dr. Eichhorn hat keinen Fehler gemacht. Die Ursache für den notwendigen Abbruch ist noch völlig ungeklärt. Wer sind Sie? Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, Heimann. Ich bin ja der Chefarzt, ich war bei der Operation dabei. Wann kann ich Sie sehen? Im Moment noch nicht. Wir mussten ihn in ein künstliches Koma legen. Aber sobald es geht, sage ich Bescheid, ja. Wir haben im Moment einen Materialverschleiß. Ich glaube, wir sollten mal wieder was nachbestellen. Sie müssen leider die nächsten Spätdienste auch noch übernehmen. Oh nein. Schwester Monika hat sich gerade weiter krank gemeldet. Da sehe ich ja meinen Traummann überhaupt nicht mehr. Das kann nicht gut gehen auf Dauer. Oberschwester, mein Privatleben bleibt total auf der Strecke. Ich hab sonst niemanden. Kann ich nicht wenigstens heute Abend frei haben? Philipp hat auch frei. Na gut, ich werde den Dienstplan nochmal überprüfen. Danke, Oberschwester. Wenn wir Sie nicht hätten. Ja, ja. Oberschwester? Frau Marquardt? Frau Rischke, ich habe noch mal über unser Gespräch heute Morgen nachgedacht. Ach ja? Ich glaube, Sie haben recht. Mhm. Ich denke, Sie haben wirklich ein Problem bei der Personalführung. Ach, und das wollen wir jetzt hier auf dem Flur besprechen. Da gibt es nichts weiter zu besprechen. Ich habe eine Weiterbildungsmaßnahme für Sie vorgesehen. Wie lerne ich Nein zu sagen? Autoritätsprobleme bei Führungskräften. Ich glaube kaum, dass ich ein
Autoritätsproblem habe. Das habe ich aber eben ganz anders wahrgenommen. Merkwürdig sehen Sie ja nicht gerade aus. Ungünstiger hätte es nicht laufen können. Hier ist die unterschriebene Erklärung. Hoffentlich löst sich das Gewebe nicht auf, sonst wird es ein totaler Misserfolg. Wir mussten abbrechen. Keine Anhaltspunkte für eine Unverträglichkeit. Gut, dann schreibe ich das so in den OP-Bericht. Ich brauche dringend den OP-Bericht. Ich bin schon dabei. Könnte mir sowas noch passieren? Als mitoperierender Arzt habe ich keinen Fehler feststellen können. Und? Im anästhesiologischen Vorfeld? Nichts. Moment mal. Herr Schütz hat von einer Komplikation nach einer OP gesprochen. Postoperativ. Ich weiß davon. Vielleicht hat er in der Aufregung was verwechselt. Die Erinnerungen von Patienten und Angehörigen sind oft ungenau. Sie sieht so hilflos aus. Es tut mir so leid, dass das ausgerechnet mit Nina passieren musste. Paul, wir müssen die zweite OP so schnell wie möglich durchführen. Wann und wo ist die Komplikation, von der du erzählt hast, eingetreten? Vor einem Jahr in der Waldklinik in Berlin. Elena? Ich bin gegen eine weitere Operation. Ich kann nicht verstehen. Aber in spätestens 2 Tagen ist das Transplantat verloren. Und dann kommt es zu einer unkontrollierten und hässlichen Narbenbildung. Ich bin dagegen. Sollte das nicht Nina entscheiden? Keine Chance. Klar, wie es für Frau Schütz besser, wenn man gleich weiter operiert. Aber doch nicht ohne Ihre erneute Zustimmung, ist das klar? Ja. Ich wundere mich über Sie. Sie kennen doch die rechtliche Situation. Verstehen Sie nicht? Ich will ihr den Schock ersparen, dass die OP umsonst war. Sie ist meine Freundin. Möchten Sie, dass ich sie ablöse? Und wer soll weitermachen? Nein. Ich trage die Verantwortung und ich will sie weiterhin auch tragen. Ja, ich komme jetzt nach Hause. Du gehst erst, wenn ich dich abgefragt habe. Lukas, hörst du, mein Lieber? Aufgelegt. Schwieriges Alter? Ich frage mich, wie lange das noch so schwierig bleibt. Sie haben eine Mail. Ach. Der OP-Bericht aus der Waldklinik. Die OP verlief komplikationslos. Durch einen Narkoseüberhang kam es zu einer Ateminsuffizienz. Hilft uns das weiter? Leider nein. Dann müssen wir die Patientin aufwachen lassen. Damit wollte ich aber noch warten, bis sie sich ganz stabilisiert hat. Was soll ich machen? Das ist die einzige Chance. Quarkstrauße. Ganz frisch. Herr Steinbach, dann hau ich mir davon einen auf die Hüfte. Ja. Danke. Bitte. Sie sehen heute irgendwie anders aus, Frau Oberschwester. Wärst du vergessen, dass die Oberschwester in Urlaub war? Hm? Natürlich, ich bin ja nicht Genie. Na, dann ist ja gut. Auch von dem. Auch von dem. Und du, Achim? Auch von dem. Auch von dem. Mhm. Bitte. Danke. Dr. Brentano? Bitte. Ich glaube, Arso hat nach Ihnen gesucht. Danke, Oberschwester. Ich weiß, warum. Einmal. Hätte ich doch fast vergessen. Das geht auf meine Rechnung. Danke. Sag mal, wann waren wir denn zum letzten Mal im Urlaub? Dafür haben wir keine Zeit. Das muss lange her sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Wir brauchen saubere Tassen, Kuchengabeln und kleine Teller. Also, Brentano, weshalb laden Sie mich ein?
Wollen Sie mal wieder den Dienst tauschen? Ehrlich gesagt, ja. Sonst findet mein Privatleben überhaupt nicht mehr statt. Geht nicht morgen Abend? Okay, aber dafür übernehmen Sie meinen Dienst von heute Abend. Klar. Wunderbar. Lass das stehen. Das ist doch viel zu schwer für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die belegten Brote? Was ist denn? Nichts. Ich gehe heute etwas früher. Ich muss noch was erledigen. Schwester Simone, wir machen noch mal eine aktuelle Blutgasanalyse. Sie ist wach. Hallo, Nina. Hallo. Darf ich Sie sehen? Ich weiß, dass Sie noch nicht perfekt sind. Es ist jetzt sehr schwer für dich zu verstehen, aber es ist besser, wenn wir den Verband nicht lösen. Ist was passiert? Wir mussten abbrechen. Ein Kreislaufkollaps. Heißt das? Ja. Du darfst dich nur ganz vorsichtig bewegen. Aber es ist noch nicht zu spät. Du musst uns nur helfen, die Ursache für den Kollaps zu finden. Hast du uns irgendwas nicht gesagt? Vielleicht eine Unverträglichkeit mit einem Medikament? Hast du irgendwas vergessen? Ich habe euch doch alles gesagt. Ich fürchte nicht. Ich werde jetzt Paul anrufen. Er wartet im Hotel. Er möchte dich sehen. Ich kann ihn jetzt nicht sehen. Morgen, ja. Dann bleibe ich bei dir. Nein. Kümmere dich um Paul. Okay? Sag ihm, dass ich ihn liebe. Hallo. Und? Gefällt dir der neue Anzug? Naja, ganz gut. Sag mal, ist Friedrich noch nicht da? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Jetzt beginne ich mir aber langsam Sorgen zu machen. Er ist heute einfach früher gegangen. Und das Hemd passt wirklich dazu? Sag mal, ist Friedrich dir in der letzten Zeit verändert vorgekommen? Nö, vielleicht wollte er einfach mal alleine was unternehmen. Ihr hockt doch Tag und Nacht zusammen. Sag mal, hast du nicht Angst, dass ihr eure Liebe langsam abnutzt? Meinst du? Hm? Na ja, das hat man schon öfter gehört. Der Mann geht einfach Zigaretten holen und kommt nicht wieder. Tja, aber Friedrich, tschüss, raucht ja nur Zigarren. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Also, schönen Abend. Ja, sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Wir müssen wieder mal was anderes machen. Was meinst du damit? Wenn wir wegfahren. Wenn ich dir mit den ganzen Tag hinterm Tresen stehen und abends müde ins Bett fallen, dafür fühle ich mich zu jung. Was hältst du denn von Hamburg? Inklusive Musical. Ach, Friedrich. Wir können doch nicht einfach so... Wer soll sich denn um die Cafeteria kümmern? Hm? Na, siehst du. Du kannst schon gar nicht mehr anders denken. Sie hatte einfach keine Kraft mehr, dich heute noch zu sehen. Du musst das verstehen. Natürlich. Klar, ich verstehe das schon.
Ich glaube, wir sind beide ziemlich am Ende. Ich will einfach nur mit Nina leben und glücklich sein. Warum? Entschuldigung. Warum? Warum kommt immer was dazwischen? Warum? Hat sie es verdammt okay gemacht? Was? Ich will sie doch einfach nur ganz schissen. Körper spüren. Ich liebe es doch. Es ist ein Albtraum. Ein einziger Albtraum. Ist das nicht schön, diese Farben hier beim Sonnenuntergang? Sehr schön. Ach, und das bin ich am Strand. Palmen, das Meer, das Korallenriff. Strengt es Sie zu sehr an? Nein, nein. Ich war mit meinem Mann in einem Hotel ganz in der Nähe. Ach, wirklich? Das ist aber ein Zufall. Sie haben so viel erlebt. Ich war die ganze Zeit im Hotel. Das einzige Mal, als ich mit meinem Mann schnorcheln war, habe ich mich auch noch in einer Koralle verletzt. So eine Korallenschramme kann ganz schön lästig sein. Mich hat's auch mal erwischt. Was machen Sie denn hier? Wieso? Ich denke, Dr. Kreuzer hat Dienst. Ich habe mit ihm getauscht. Oje, das ist aber was schief gelaufen. Hallo? Hallo, Philipp. Wo bleibst du denn? Das darf doch nicht wahr sein. Weder ich noch Heimann haben die Absicht, eine so erfahrene Oberschwester wie dich zu verlieren. Und wenn hier einer Defizit in der Personalführung hat, dann ist es diese unangenehme Person, nicht ich. Wie lerne ich Nein zu sagen? Nur ganz einfach, indem ich Nein sage zu dieser Weiterbildung. Ja? Herr Professor, ich muss mal an die Arbeitsbesprechung. Danke, Barbara. Ich denke, wir sind doch fertig, ne? Sie können jetzt reinkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herrschaften, ich habe eben unserer Oberschwester versichert, dass unsere Klinikleitung voll und ganz hinter ihrem menschlichen Führungsstil steht. So, bitte nehmen Sie Platz. Ja, fangen wir an, Frau Marquardt. Sie haben mir hier eine Ausfertigung von Leistungen der Schönheitschirurgie zukommen lassen. Bitte, bitte zu entscheiden, ob wir die Leistung zukünftig in der Sachsenklinik anbieten werden. Das reicht von der Gesichtskorrektur bis zum klassischen Fettabsaugen. Ja, ich habe da auch immer die landläufigen Preise anderer Institute vermerkt. Ich sage Ihnen, man kann da richtig gut Geld verdienen. Ja. Naja, ich muss Ihnen da mit einem klaren Nein antworten, Frau Marquardt. Wir werden ausschließlich im Rahmen der rekonstruktiven Chirurgie plastische Operationen durchführen. Ach, Heimann, in diesem Zusammenhang, was macht denn eigentlich der Brustaufbau? Na, da gibt's leider ein Problem. Ach, hat unsere Superärztin den Mund doch etwas zu voll genommen? Was passiert jetzt mit mir? Wir werden dich erstmal auf die Normalstation verlegen und dann gehen wir alles nochmal durch. Dauert das nicht ein bisschen lang? Ja, sicher. Nina, ich habe heute ein sehr volles Programm. Weißt du, wo Paul ist? Der wollte doch heute kommen. Ja, ich denke schon. Wie hat er denn gestern Abend reagiert? Es ging ihm nicht besonders gut. Er hat dir wohl sein Herz ausgeschüttet. Du sagst es so mit einem Unterton.
Ich kann ja verstehen, dass er Trost sucht. Nina, du meinst doch nicht im Ernst, dass ich mit Paul was anfange? Nein, nein. Ich habe nur Angst, dass es irgendwann passiert. Elena, du musst mir helfen, du musst mich operieren. Ich kann dich nicht operieren, solange wir dabei dein Leben gefährden. Vorsicht! Fehler, das ist die Tasse vom Chef. Oh, ich habe im Moment wohl keine glückliche Hand. Hier ist eine Liste der Wirkstoffe, die zu einer Unverträglichkeitsreaktion bei dem verwendeten Narkosestoff führen können. Danke, Frau Globisch. Wann haben Sie das denn gemacht? Heute Nacht. Ich mache mir auch Sorgen. Sehr gut. Dann müssen wir nicht alle Allergenstoffe testen. Hm. Bekomme ich einen Kaffee bei euch? Danke, Herr Kollege. Keine Ursache. Gibt es Neuigkeiten von der Patientin Schütz? Nein, leider noch nicht. Ein guter Einstieg in die plastische Chirurgie, in die Sachsenklinik. Aber vielleicht ein guter Ausstieg für mich. Nein, so war das nicht gemeint. Ich musste heute Professor Simoni informieren. Natürlich. Ich bin im Schwesternzimmer. Oberschwester, ich brauche ganz dringend die Krankenakten von den Neuzugängen. Na? Ja. Heute Abend habe ich dienstfrei. Ja, leider. Wieso leider? Weil ich heute wieder für Schwester Monika einspringen muss. Oh. Hier bitte, Dr. Brentano. Danke. Ich muss weiter. Entschuldigung. Entschuldigung. Oberschwester, ich brauche alle Medikamente, die Frau Schütz vor der OP bei uns bekommen hat. Gibt's was Neues? Wir suchen immer noch den Allergenstoff. Vielleicht hat sie den gar nicht bei uns bekommen. Frau Schütz hat sich doch im Urlaub an einer Koralle verletzt, nicht wahr, Oberschwester? Ja, das hat sie erzählt. Normalerweise gibt man dort auch Antibiotikum. Ich glaube, ihr Philipp wird mal ein ganz besonders guter Arzt. Ja. Übrigens, Schwester Arso, Sie haben heute Abend Dienst frei. Danke. Nina, wir sollten froh sein, dass du den Krebs besiegt hast. Ich möchte nicht, dass du dich nochmal operieren lässt. Mir macht es nichts aus, wenn du dich beim Baden ganz offen mit deinen Narben zeigst. Mir aber. Andere Frauen, die das gleiche Schicksal haben, können das doch auch. Paul, ich kann das nicht. Du hast dich im Urlaub verletzt. Ja, eine Schramme ist schon fast nicht mehr zu sehen. Hast du dich behandeln lassen? Ich habe Tabletten gekriegt. Und was war das? Ich sollte sie auf jeden Fall zu Ende nehmen. Haben Sie die Aufstellung der Medikamente? Die brauchen wir nicht mehr. Ein Antibiotikum? Hat Ihre Freundin das in den letzten Tagen genommen? Ja. Das wird die Lösung sein. Wann können wir operieren? Ich muss mindestens 24 Stunden vorher prophylaktisch ein Antihistaminikum geben. Hoffentlich löst sich das Fettgewebe nicht auf. Wir haben die Ursache. Ein Antibiotikum. Na, da bin ich aber erleichtert. Chef. Ich möchte, dass Sie bei der OP dabei sind. Und Dr. Brentano auch. Er hat mich auf die Ursache gebracht. Ja, gut. Und Sie denken an die Patientenerklärung. Wir haben Glück. Das Gewebe ist stabil geblieben. Ich muss noch unterschreiben. Ist Paul da? Paul? Ich will das nicht ohne ihn entscheiden. Ach, bitte holen Sie Herrn Schütz rein. Ja. Eine gute Botschaft. Wir können Nina jetzt operieren. Wie groß ist das Risiko? Ein gewisses Risiko gibt's immer. Dann bin ich dagegen. Paul, ich will endlich wieder Frau sein. Und ich möchte dich jetzt nicht doch noch verlieren. Nicht für so eine blöde, unnötige Operation.
Für mich bist du eine wunderschöne Frau. Elena, zeig ihm die Fotos, die du von mir gemacht hast. Nina, das bringt... Zeig sie ihm! Ich will diesen Brustaufbau für mich. Es ist wichtig für mich. Ich mich mal ganz schnell um. Das? Ups! Ah! Übernehme ich. Aber ich hab Hunger, Moment! Ich hab Hunger! Kopf einziehen. Ganz ordentlich. Sie haben ja wirklich viel Geschick, Frau Kollegin. Das Wichtigste ist, dass man genug Übung hat. Was ist, Dr. Printan? Nichts, bin voll da. Wir sollten die vorgesehene Operationszeit nicht überschreiten. So, Frau Gauss, jetzt brauche ich einen extra starken Kaffee. Extra stark, Friedrich. Schon wieder? Dr. Printano hat heute auch schon einen extra starken bestellt. Danke, Oberschwester. Schwester Arzu, wenn Sie sich nicht sofort Richtung Station in Bewegung setzen, dann ändere ich nie wieder den Dienstplan. Es ist sehr, sehr gut verlaufen. Sie sehen schon sehr schön aus. Hallo, meine Schöne. Hallo, Schöne. In 2 bis 3 Tagen werden wir wissen, ob das Gewebe anwächst. Danke. Finden Sie nicht, das ist ein bisschen viel auf einmal? Nicht nur, dass Sie sehr gute Arbeit als plastische Chirurgin geleistet haben, jetzt verhelfen Sie auch noch 2 Menschen zu neuem Glück.